Mit am teuersten teilweise ist aber nach wie vor Hanfsaat. Das ist immer noch, ich glaube, 240 Euro auf dem Hektar ungefähr. Moin Leute, herzlich willkommen, neue Folge. Wir haben heute den 3. April und wir haben viel zu tun. Wir haben das Wochenende nach dem Wochenende. Was habe ich denn letztes Mal noch? Wir haben den Tag nach gestern. Wir haben den Tag nach gestern, Leute. Der letzte Vlog, wir haben beendet. Wir sind Gereste gefahren mit dem Serion. So, dann ist es ja so, ich bin ab Mittwoch mit Lisa nach Stuttgart zu einer Messe für Textilveredelung. Wir haben ein bisschen was eingekauft. Wir haben ein bisschen was Geiles gefunden, auch das, was wir schon ewig gesucht haben. Ein paar Textilien und so Pudelmützen, weil ich stehe ja total auf Pudelmützen. Da wird es auch was geben und da haben wir auch wirklich Qualitäten gefunden, die wir geil finden. Das war uns sehr wichtig. Und dann sind wir zurückgekommen. Moment, ich muss GPS hier einschalten. Dann sind wir zurückgekommen. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen Pflanzenschutz machen. Ich muss eigentlich noch einmal in Raps rein, weil wir Kamille haben. Also beziehungsweise da kommt Kamille durch. Und die Problematik ist, seitdem wir die, also ihr könnt euch erinnern, wir haben mit der Novak die Erbsen gedrillt und dann bin ich doch nachts noch Pflanzenschutz gefahren. Und da war die letzte Möglichkeit für Pflanzenschutz. Wir haben entweder, wenn wir Windstille nachts haben, haben wir Frost. Und wenn wir kein Frost haben, haben wir zu viel Wind. Tagsüber, heute wäre es so ein bisschen gegangen, ärgert mich. Wir haben heute Nacht war Frost. Und ich hatte mir die Spritze schon angehangen am Freitag, weil ich fast bereit war. Dann habe ich aber auf Wetterradar geguckt, dann war noch Sturmflutankündigung. Naja, da habe ich gedacht, fährst mit Lisi nach Hamburg. Aber hat sich auch gelohnt, weil ich hätte hier nichts machen können. Also hätte sich nicht gelohnt, hier zu bleiben. Währenddessen sind die Jungs halt Mittwoch, Donnerstag sind sie noch gefahren. Freitag früh haben sie abgebrochen, weil es zu nass war. Es hat währenddessen noch immer mal wieder geregnet. Und von Donnerstag auf Freitag kamen dann so 10 mm. Und morgens und so hat es dann die ganze Zeit geregnet, sodass wir gesagt haben, okay, wir halten an. Die Jungs fahren heute Morgen auch. Wir haben uns heute Morgen um 6.30 Uhr hier getroffen, hab die in alle Richtungen geschickt. Nico fährt ja sein Serion. Und das ist eigentlich ganz praktisch, dass der Serion quasi mit Fahrer kommt. Und jetzt kann ich mich hier halt um die Sonderkulturen kümmern. So, jetzt war ich heute Morgen eigentlich vorbereitet. Los, Hannes, los hier spritzen. Wenn Sonne nachher rauskommt, taut das auf. Windstill soll bis Mittag bleiben, leg los. Jetzt war das aber so. Ich habe die Spritze über Wochenende, oder die Jungs haben die auch nicht, wir haben die auch nicht in der Halle gestellt. Da war nur Wasser drin. Ist nicht ganz nice. Wir hatten minus 2 Grad, das geht. Ja, ich habe die heute Morgen nochmal gewaschen, auf dem Acker ausprobiert, ging. Düsen probieren gehen wunderbar, aber meine Einspülschleuse ging nicht. Also die war festgefroren, ich konnte da nichts betätigen und auch der Spülschlauch und der Zuführschlauch ging auch nicht. So, jetzt war das so, dass ich mir heute Morgen gedacht habe, ja Hannes, ja dann komm, dann bau Tigerdrill an, was willst du jetzt hier groß mit Auftauen dich beschäftigen und dann hast du dann aufgetaut und dann kommt Wind. Lass das jetzt sein, dann fang jetzt an zu drillen. Und so haben wir jetzt das Ganze fortgeführt. Das heißt, wir haben dann heute Morgen, ich glaube, so waren es ja so gegen halb acht haben wir dann die Tigerdrill angebaut. Dann habe ich hier Klassiker Luft abgelassen, Frontgewicht dran, Drillmaschine durchgeguckt. Detlef hat noch drei, vier große lose Schrauben gefunden. Die hat er wieder erschnuppert, verrückterweise. Steht dann und guckt dann so und sagt, guck mal hier, Hannes, sind die Schrauben lose. Verrückt, aber das ist eine Art Talent, glaube ich, sowas zu haben. Also ich habe es nicht. Ich habe vielleicht eine andere Art Talent. Aber das Talent habe ich definitiv nicht. Jo, dann haben wir die fertig gemacht. Dann haben wir die Seewelle gewechselt. Wir haben jetzt eine super feine kleine. Die hatten wir uns nochmal. Die haben uns mit der Tigerdrill schon dazu gekauft. Wir haben, glaube ich, 5 Seewellen. Und wir haben auch so eine, dass wir auch
bis einen halben Kilo auf dem Hektar. Also es ist wirklich super klein. Und dann kommen noch so eine kleinen Bürsten, werden da noch mit reingebaut. Das hat Detlef dann noch gemacht. Und dann haben wir hier angefangen. Ich habe jetzt hier schon den Senf gedrillt. Dann haben wir jetzt Mittagspause gemacht. Wir haben Leindotter jetzt schon abgedreht. Zwei Bahnen bin ich gefahren. Jetzt drille ich hier den Leindotter. Ich habe jetzt noch einen Sack. Verrückterweise hat das echt gepasst. Das kam eben gerade mit der Post. Ich habe ja einen 5-Kilo-Sack in den Erbsen mitverbraucht, weil wir gesagt haben, ach komm, wir drillen das jetzt einfach mal dazwischen und gucken. Leindotter und Erbsen sollen super gut funktionieren wegen der Stützfrucht. Also das soll wie eine Art Stützfrucht sein. Und habe ich dann auch gesagt, komm, wir probieren das aus. Wir nehmen uns hier einfach einen Sack Leindotter weg. Und dann geht das ja auch. Meinen eigenen wollte ich nicht nehmen, da ist ein bisschen Melde drin. Das wollte ich nicht riskieren, also noch eigenen zu nehmen und dann noch eine kleine Nachbauerklärung zu machen oder so, das wäre ja auch gegangen. Aber das wollte ich nicht nehmen, da habe ich mir noch was nachbestellt und das kam eben gerade an und ich drill gerade Leindotter. Also wie passend ist das denn bitte? Ja. Und ich muss euch sagen, jetzt, also die Bedingungen sind gut. Feuchter Boden, also ihr seht das selber hier. Können ja auch nachher nochmal rausgehen. Der Boden ist feucht. Und wie ich schon letztes Jahr mit Lisa halt festgestellt habe, es ist halt immer das Beste, wenn der Samen in einen feuchten Schlitz reinkommt, nicht? Optimal. Also wir haben ja in den letzten Videos das Ganze hier vorbereitet mit dem Güllefass, mit der Scheibenecke, hier war Körnermais. Und jetzt kommt hier kommt Leindotter hin, da vorne war der Senf. Als nächstes machen wir den Mohn, den Blaumohn. Ja, das muss man richtig beantragen. Also es ist nicht so wie beim Hanf, dass man nur eine Meldung macht, wo der steht und mit den ganzen Zertifikaten, sondern beim Mohn ist es tatsächlich, muss man sich erst eine Genehmigung holen, den anbauen zu dürfen. Ich bin jetzt Rauschmittelbeauftragter von unserem Betrieb hier und demzufolge, wir dürfen das jetzt machen. Ich habe jetzt drei Flächen gemeldet, wo das die nächsten 3 Jahre hinkommt, nachdem ich das gedrillt habe und geerntet habe. Also ich muss nochmal nachlesen. Ich glaube, die Meldung, dann mache ich erst nach der Ernte mit der Menge und wo es stand. Ich muss aber, ich lese da lieber nochmal nach. Vielleicht macht man auch wie beim Hanf eine Meldung, wo es gedrillt wurde. Und dann, aber ich lese da nochmal nach. Wichtig ist, wir haben die Genehmigung, wir dürfen es drillen. Bei dem Mohn ist es so, dass wir 750 Gramm auf dem Hektar drillen. Und ich wollte das erst nochmal mit irgendwie Grieß oder so aufmischen. Oder mit Schrot wird oft gemacht, damit man so ein bisschen mehr Volumen hat. Und dass die Querverteilung auch ein bisschen, oder die generelle Verteilung ein bisschen passt. Aber dadurch, dass wir so eine Seewelle haben, also wir haben wirklich, ich muss euch die nachher mal zeigen. Also die ganze Seewelle ist halt im Prinzip glatt, außer ein ganz kleiner, schmaler Punkt, der ist offen. Und da holt er sich die Körner rein. Und das funktioniert im Prinzip ganz gut. Ich gebe ja hier auch die Menge ein und dann zählt er auch runter. Ja, und dann passt das. Ich wollte ja eigentlich zwischen 750 Gramm und 1 Kilo machen und ich drehe das dann auf 750 Gramm ab. Also falls dann eben mal ein bisschen mehr raufkommt, dann haben wir ja noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist sozusagen unser Mohn. Und wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir... und ich muss mal gucken, hat der Anschluss schön passt. Wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir halt zuerst die Feinsämereien machen. Dann müssen wir nochmal, dann tauschen wir wieder die Seewelle und dann machen wir die gröberen. Also dann kommt der Schwarzküppel, iberischer Drachenkopf. Eine war noch. Da lagen noch drei Sachen im Bus. Iberischer Drachenkopf ist relativ groß, Schwarzküppel ist relativ groß. Okay. Färberdistel ist noch in der Firma. Ich glaube, die drille ich heute auch mit aus. Und ich habe auch, ich glaube, ich drille den Öllein auch mit aus. Die Bedingungen sind gut. Jetzt soll es die nächsten Wochen wärmer werden. Und wir haben jetzt halt hier feuchten Boden. Ne? Das ist wichtig, weil letztes Jahr war es ja zum Beispiel so, gut, beim Hanf hat das auch gut geklappt. Also wir hatten Hanf und Lein hat ganz gut geklappt. Ich bin mir noch unsicher beim Lein und beim Hanf. Ich muss mir da gleich nochmal durchlesen, wie frostempfindlich der nun war oder nicht war. Aber ich bin der Meinung, der kann bis minus 5 ab. Gut, aber wir haben jetzt auch die ganzen Tage jetzt auch schon wieder minus 5. Von daher bin ich da ein bisschen unentschlossen. Ich weiß, die Färberdistel ist robust. Die kann das ab. Die haben wir letztes Jahr auch früh gedrillt. Da ging auch immer Frost drüber. Das hat er überhaupt nicht gekratzt. Schwarzkümmel und iberischen Drachenkopf. Mohn. Ach so, ja genau. Drei Sachen machen wir jetzt noch. Den Mohn. Und dann Schwarzkümmel und iberischen Drachenkopf.
So ist das. So, dann habe ich nach wie vor das Spritzen noch auf dem Plan in meinem Raps. Also ich muss da wirklich, bevor der zumacht, zumacht heißt im Prinzip, der wächst so doll, dass er halt komplett die Fläche beschattet. Und die Kamille ist erst unten drunter, da kommen wir dann nicht mehr ran, pflanzenschutztechnisch. Und dann nachher, ab der Blüte, das ist so ein Punkt beim Raps nachher, es ist so, der blüht und dann verliert er die Blüten. Und ab da ist nachher so ein Punkt, dann beschattet er den Boden nicht mehr. Und dann zieht sowas wie eine Kamille akkurat am Raps vorbei, setzt sich oben drauf und fängt oben drauf dann an zu blühen. Ein, zwei Pflanzen sind gar nicht so schlimm, aber wenn es mehr sind, ist es zum einen ertragsrelevant und zum anderen ist das furchtbar beim Dreschen. Also das wickelt und tütert an allen Enden. Wer schon mal das Vergnügen hatte, so einen schönen Kamillenraps zu dreschen, also der kann davon Geschichten erzählen. Also das ist Kamillenraps und er bringt natürlich die Feuchtigkeit mit, ne? Und verunreinigt natürlich noch zusätzlich das gedroschene Gut. Genau, dann haben wir noch, dann wollte ich die Flächen jetzt machen, wo die Zwischenfrucht steht, da müssen wir noch mit Total-Herbizid drüber. Wir hatten ja nun das so, dass wir erst Anfang November, Mitte November hatten wir dann eine starke Frostperiode, da ist natürlich die Zwischenfrucht abgeklappt und danach war es ja relativ wüchsig über Winter und dadurch kam natürlich das Ausfallgetreide da auch richtig in Gang. Sodass das jetzt richtig ausgegrünt ist. Ich will das und ich muss das jetzt aber auch zeitig stoppen, damit, wenn das Wasser jetzt ausbleiben sollte, dass uns das jetzt das ganze Wasser nicht auf den Flächen verbraucht. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ansonsten, Serion, gucken wir uns an, wenn wir beim Serion sind, wie es da weitergeht. Den fahren wir auch wahrscheinlich ab morgen Mittag, wenn nicht morgen Abend. Aber ansonsten, ich bin zufrieden. Wir gucken uns das nachher nochmal von draußen an. Wir haben jetzt ein schönes Arbeitsergebnis. Flächen sehen schön eben aus, vor allem der Boden krümelt schön, der ist feucht, der krümelt. Es fängt schon wieder ganz bisschen an zu stauben. Das ist halt typisch mit unseren Böden. Ne? Sobald einmal kurz Sonne rauskommt, ein bisschen Wind, und dann staubt das auch ganz, ganz minimal. Und dann kann ich euch auch gleich, wenn ich da den Leindotter nachschicke, zeige ich euch gleich mal die Saat. Senf habe ich schon reingekippt, brauner Senf. Sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie Raps, ein bisschen kleiner wie Raps, aber ähnlich, ein bisschen bräunlicher, ne? Raps ist ja sehr schwarz, das ist ein bisschen bräunlicher. Und ja, da haben wir jetzt den Plan einfach, dass wir daraus Öl machen. Ja, das sind ja im Prinzip jetzt nur noch Ölkulturen, die wir jetzt dieses Jahr als Sonderkulturen hier lang aufstellen. Und wir haben aber auch so ein bisschen den Plan, dass wir daraus Senf machen wollen. Das heißt, wir wollen uns eine Manufaktur suchen, die uns, wo wir, sagen wir mal, ein paar Kilo hinbringen. Und die uns das Ganze in Gläsern abfüllen und dass wir dann auch unseren eigenen Senf haben. Den Mecklenburger Senf, ne? Das ist auch der Plan. Wir müssen aber erstmal gucken, ob etwas wird. Wir müssen jetzt noch nicht Pferdescheu machen und uns die ganzen Firmen anschreiben und am Ende verreißen wir und kriegen nichts hin. Wir müssen auch bei dem Senf müssen wir tatsächlich auch ein bisschen mit Insekten aufpassen. Der teilt sich das Ganze so ein bisschen mit dem Raps, auch Erdfloh ist da ein Thema und da müssen wir natürlich gucken und da müssen wir auch natürlich ein bisschen aufpassen, dass das Ganze gut wird. Jetzt ist der Punkt, was viele auch fragen, wo entscheidest du, auf welche Flächen es kommt? Und ich mache das mit Sonderkulturen und auch mit Sonnenblumen eigentlich grundsätzlich so, dass ich das nach Mais packe, weil nach Mais ist der Acker halt richtig schön sauber, wie ihr seht, also hier ist nichts begrünt, hier wächst nichts aus. Und wir haben nach Mais auch wirklich eine wunderbare Feldhygiene. Das heißt, wir haben mit Gräsern nicht das Problem, weil wir die haben ja im Vorjahr bekämpft. Das heißt, jetzt sind die auch gar kein großes Thema und sind auch kein Thema. Dieses Jahr in den Sonderkulturen. Und dadurch haben wir jetzt einen idealen Start. Wenn wir natürlich auf die Zwischenfrucht gucken, da haben wir natürlich Ausfallweizen, da können wir, oder Ausfallgetreide, da können wir ruhig zwei, dreimal mit der Bodenbearbeitung rüber. Aber irgendwie überstehen das immer zwei, drei Pflanzen. Und dann haben wir hier einfach nicht beim Mais. Und das genauso bei den Sonnenblumen. Wir sind da ultra limitiert in den Pflanzenschutzmaßnahmen, die wir da überhaupt machen können und machen dürfen. Und was wir überhaupt haben an Mittel. Und deswegen macht das so viel Sinn, die schwierigen Kulturen auch im Bereich Unkraut und auch Krankheiten nach Mais zu stellen, weil da haben wir gar keine Probleme und da haben wir auch nicht diese Spätsaatgeschichte, versteht ihr? Also beim Weizen ist es ja zum Beispiel so, wenn er nach dem Raps kommt und wenn er früher im Boden kommt, performt er auch ertraglich ein bisschen besser
Wenn er nachher ultra spät reinkommt, so wie hier, glaube ich, haben wir Mitte November gedroschen, dann wird bei uns der Weizen nicht mehr so richtig. Also dann hat man schon 2-3 Tonnen, die man da auf dem Hektar weniger erntet. Umso schlauer ist es dann, danach eine Sommerung zu bauen, weil dann haben wir diesen Ertragsunterschied nicht mehr da. Und dann können wir ja lieber zum Beispiel auch den Weizen, das Getreide nach den Sonnenblumen stellen oder. Und da haben wir auch nicht das Problem mit den Sonnenblumen im Getreide, die kriegen wir da gut raus und die sind auch gar kein Problem. Und das passt krankheitstechnisch auch sehr, sehr gut. Wir haben nach Mais so ein bisschen die Problematik mit Fusarien, können die haben, ist in den letzten Jahren weniger geworden durch Züchtung und. Und wir haben aber nicht das Problem, wenn wir jetzt den Weizen nach den Sonnenblumen packen und zum Beispiel Sonnenblumen nach Mais. Und auch die Sonderkultur nach Mais haben wir das nicht, dass wir da irgendwie mit den Krankheiten aufpassen müssen. Das ist immer so ein Punkt, den muss man drauf achten in der Fruchtfolge, was verträgt sich und was nicht und was überträgt Krankheiten und was nicht. So, genau, wir kriegen insgesamt, also wir machen insgesamt 30 Hektar und die Fläche ist ja nach hinten offen. Also normalerweise ist das ja hier ein Stück und das sind 64 Hektar. Wir haben aber auf der Seite jetzt Weizen gemacht. Da unten ist so ein Graben, der trennt das so ein bisschen bis da vorne und dann ist die Fläche nach hinten offen. Das heißt, wir haben da Weizen, hier machen wir die Zwischenfrucht, die Sonderkulturen und dahinter kommt dann der ganze Rest Sonnenblumen. Und dann haben wir auch einen schönen Anschluss, dann ist es gar nicht wichtig, wenn am Ende da irgendwie ein Hektar weniger gedrillt wird oder ein Hektar mehr, weil die Fläche ist halt sehr variabel. 30 Hektar ist natürlich schon mal ein bisschen mehr, als wir letztes Jahr zum Beispiel hatten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr schon mal ein bisschen besser performen. Wir haben einfach dieses Jahr ganz gute Bedingungen. Wir haben hier guten feuchten Boden, der ist jetzt krümelig. Ich weiß auch, wie ich das mit der Tigerdrill einschätzen kann, mit der Ablagetiefe. Ein Riesenvorteil ist auch bei so einem Feinsämereien, wie er also ein Leindotter ist und ein Mohn ist. Das muss ich euch nachher einfach mal zeigen, wie fein diese Sämereien sind. Und ihr könnt euch vorstellen, die Größe der Sämerei ist immer ein Indikator für die Triebkraft des Samens und des Triebes. Das heißt, je feiner das Saatgut, desto eher ist es so, dass es flacher abgelegt werden muss. Und desto weniger schafft es überhaupt den Raum oder beziehungsweise den Boden nach oben zu durchdringen. Das heißt, eine Erbse 5 cm, Mais 5 cm, Sonnenblume so 3 cm, Raps 2 cm, Weizen so. Daran kann man sich orientieren, Weizen so 2-3. Das ist halt so die Triebkraft des Korns und das kann nach oben durchstoßen werden. Eine Ackerbohne schafft auch 10, 15 cm. Wahnsinn, was das Ding hinkriegt. Und bei den Feinsämereien ist es halt so, was wir auch letztes Jahr schon festgestellt haben, dass tatsächlich der Schwarzkümmel uns das schon übel genommen haben, dass wir den mit der Güttlerwalze abgewalzt haben. Wir hatten ein, zwei Punkte, wo wir drauf, wo Svenny gewendet haben und da hat man halt so diesen klassischen Tropfen, der dann nicht gewalzt war. Und da hatten wir einen hervorragenden Feldaufgang und rechts und links daneben war der schlechter. Und deswegen güttlern wir das Ganze hier nicht ab, obwohl es natürlich schön wäre für die Ebenheit, weil wir jetzt haben wir noch ein paar Wurzeln, die jetzt hochgucken. Aber das Ganze, der Boden setzt sich ja noch. Aber wir haben jetzt hier einen Vorteil von der Tigerdrill. Wir fahren über die Fläche rüber, dann wird er gelockert, dann wird er eingedrillt und dann ist die Fläche fertig. Klassisch ist es ja immer so, man gruppert und dann fährt man mit dem Trecker rüber mit der Drillmaschine. Da hat man ja manchmal dann noch die Möglichkeit, die Spur, da wo der Trecker fährt, wieder aufzulockern. Und dann wird gedrillt. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass diese kompletten 4 Meter der Tigerdrill absolut eben sind und die gleichen Bedingungen haben. Also es ist komplett gleich, in welchem Bereich die Pflanze keimen muss, ob es nur nach dem Trecker ist oder dazwischen, weil wir halt die Fläche nicht mehr überfahren. Und das ist halt wirklich ein Punkt und den merkt man zum Beispiel auch im Raps. Man hat sehr gute Feldaufgänge im Raps dadurch. Weiterer Vorteil ist natürlich, wir konservieren die Feuchtigkeit auch ganz gut. Wir drillen jetzt und es kommt ja direkt in den feuchten Boden rein und da bleibt es dann auch. Hier seht ihr zum Beispiel die Kuppe hier, die trocknet auch schon jetzt ein bisschen ab, ne? Wir gucken uns den Rest ja gleich mal draußen an. Alter, schon wieder 18 Minuten gequatscht. Meine Güte. Aber das ist zum Beispiel einer der Vorteile an der Tigerdrill. Das heißt, wir können jetzt hier den Boden bearbeiten. Wir haben dann dieses feine Saatbett, was diese super feinen Sämereien auch super gerne mögen. Und dann überrollen wir es einfach nicht mehr, was ein Riesenvorteil ist. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Direktsaatdrille. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich sie irgendwann habe. Und dann kann man das Ganze auch mal in Direktsaat probieren, wie sich das Ganze verhält. Aber solange wir das noch nicht haben, ich würde es auch immer nur eine Bahn erstmal pro Kultur überhaupt probieren. Weil das sind alles schon sehr, sehr sensible und kleine Kulturen. So. Und dann sehen wir uns nachher gleich mal wieder.
Und dann, ach so. Ja, ich kann euch auch noch ein bisschen was hier zu der gesamten Thematik erzählen. Ich habe jetzt das alles so eingestellt übrigens, dass ich nur noch End und Go drücken muss, wie immer. Und der Fan macht den ganzen Rest. Das ist es. Mehr mache ich hier nicht. Ganz Tag und abends mit Licht. Nur End und Go drücken. Naja, und die Drillmaschine abdrehen und auspusten nach jeder Kultur, die wir hier haben. Damit wir auch möglichst artenrein und sortenrein hier sind. Ne? Das ist auch ganz wichtig. So, um das euch mal zu zeigen, wie die Saaten aussehen. Also erstmal, das ist die Seewelle hier, diese super feine. Und hier in diesen kleinen Ausbuchtungen, da sammelt sich sozusagen die Saat und dann dreht er weiter. Hier ist jetzt der Leindotter. So sieht der aus. Der ist schon fein. Und wenn man sich das anguckt jetzt, hier ist der Blaumohn. Das ist noch feiner, dieser kleine Sack für 3 Hektar. Und dann kommt als nächstes Schwarzkümmel. Das ist dann schon ein bisschen mehr, vor allem der ist auch sehr stumpf. Der fließt nicht so richtig. Und dann nehmen wir diese Saatwelle. Die sieht so aus. Wenn wir noch mehr Menge haben, dann. Aber damit kommen wir erstmal klar. Hier die 3 sind nachher noch der Drachenkopf. Und weil das auch so kleine und feine Saat ist, haben wir fürs Abdrehen eine Briefwaage dabei. Hier so eine kleine. Normalerweise macht man das ja hier in dem Sack und so eine Waage zum Anhängen. Aber weil das bei so kleinen Mengen hier wirklich um Gramm geht, machen wir das mit so einer kleinen Briefwaage. Das macht sie natürlich optimal hier in dem Bus. So, dann legen wir los mit dem Mohn. Was natürlich ist, ich habe mich eben einmal verklickt gehabt oder vertippt gehabt. Ich habe beim Abdrehen, beim zweiten Mal abdrehen, ich hatte 65 Gramm abgewogen und hatte, jetzt haut es auch alles hin, und hatte beim, hatte beim zweiten Mal abwiegen, da stand 64 Gramm, hat die Maschine gesagt, und ich habe 65 Gramm eingegeben und da war dann alles hinübergegangen, weil ich habe dann 650 eingegeben statt 65 Gramm. Und deswegen hat er es auch nicht hingefahren. Da bin ich losgefahren und hat er gesagt, hier Wert kann nicht eingehalten werden, 3 Kilo Minimum Wert und so kann er rausbringen. Aber jetzt hier seht ihr selber, 0,7 Kilogramm. Also ich kann 0,75 geht nicht, nur 0,7 oder 0,8. Und ja, da unten sind die Umdrehungen pro Minute drauf, die diese kleine Seewelle dann dreht. Und da unten sind die restlichen Meter und die Fläche. Haut doch ganz gut hin. Ich habe das jetzt bei beiden das eingegeben gehabt. Beim Senf und auch beim Leindotter. Und eben beim Leindotter war es so, hat er gesagt, ein Kilo ist noch. Ich glaube, es war 1 Kilo, 1,2 Kilo ungefähr. Also schon sehr exakt, muss man sagen. Das forscht ganz gut. Was ein bisschen doof manchmal ist, diese Seewellen, die haben da so eine kleine Pinupsel, so eine kleine Schraubung drauf, damit die halt gerade reinrutschen. Das ist manchmal eine ganz schöne Formelei, die da rauszuholen. Das ist nicht ganz so geil, aber ansonsten muss ich sagen, es ist ganz solide. Und was natürlich irgendwie total blöd ist, dass wenn schon ein bisschen Regen sich ansetzt, dann läuft das so blöd den Tank hinunter, dass da die Feuchtigkeit in die Seewellen reinkommt. Also selbst wenn es jetzt hier anfängt zu regnen und wir halten an, kommt da Feuchtigkeit in die Seewellen rein. Und das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich werde jetzt auch gleich noch Drohnenaufnahmen machen. Dann haben wir, dann haben wir die Folge hier schon durch. Ich meine, tut mir ein bisschen leid, dass ich gestern anfangs wieder so viel gequatscht habe. Aber ich wollte die Folgen allgemein nicht mehr so lang machen auf YouTube. Also schon so, dass es eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde ist, maximal 40, 45. Also diese ganzen Spielfilmlängen, die Stunden wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Der Durchschnitt von euch mag gerne so um die 30 Minuten und das, glaube ich, kriegen wir auch ganz gut eingehalten. Solange jetzt auch, bis wir die 100.000 Abos voll haben, habe ich mir auch vorgenommen, machen wir 3 Videos in der Woche. Das ist jetzt so ein bisschen mein großes Ziel, die 100.000 zu bekommen. Ja. Wenn ihr euch übrigens fragt, so was das Saatgut kostet, Senf und Leindotter ist gar nicht so teuer, aber ich glaube, der Mohn waren 150 Euro pro Kilo. Also das waren knapp 500 Euro, diese kleine Tüte. Ich bin der Meinung, das waren 150 Euro pro Kilo. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Mit am teuersten teilweise ist aber nach wie vor Hanfsaat. Das ist immer noch, ich glaube, 240 Euro auf dem Hektar ungefähr.
Obwohl, wenn man jetzt so betrachtet, Mais ist ja auch abartig teuer geworden. Also ich habe vor 3-4 Jahren habe ich die Einheit Mais mit Meserol gebeizt und alles für 75 Euro gekauft, die Topsorten. Na, bis 90 Euro hoch, sagen wir mal. Jetzt kriegst du ja irgendwie, sag mal, die billigsten Sorten kriegst du jetzt irgendwo bei 95 Euro, 90 Euro. Klar, du kriegst auch noch 60 und 75, aber das ist schon hart Schrottgenetik, muss man echt sagen. Beziehungsweise, da gibt es sicherlich Punkte oder beziehungsweise Kulturen, Sorten, da haben einige richtig gute Erfahrungen gemacht auf einige Betriebe, aber das Gros ist es ja nicht mehr so, dass die Sorten in den Landessorten versuchen gut performen oder beziehungsweise da überhaupt eine Rolle spielen. Ich drill das jetzt mal ein und dann mache ich euch noch Drohnenaufnahmen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.